Wo bist du denn dort stehen? Hä? Na, guck zu beim Quaffen. Oh, die Akuma macht das schon ganz gut. Pfeile. Ne, muss noch was her. Muss noch was her. Guck mal, weißt du noch, wo dieses Plateau war, wo so viele Metallsteine waren? War nicht weit von der Base weg. Ich dachte, ich hab das hier, aber hier ist ein ganz anderes Plateau. Zu dieser späten Stunde mit einer tollen Runde macht das Zuschauen voll Spaß. Voll dann mega, ey. Ihr Codex und Akuma unterhalten uns wunderbar. Show Love 5000. Dankeschön, Voldan, mega. Mega. Oh nein, krass. Dafür kriegst du hier auch noch mal einen Schokoladenbohne. Auch wenn wir uns die ganze Zeit necken. Ach, das ist Liebe. Nee, ich hasse die Power eigentlich. Denkst du, bist gleich bei 11,5 Stunden. Lieber das? Nee. 12 Stunden stehen, das schaffe ich lieber halt. Das Brutale ist, ich bin nicht mal müde. Und das Lustigste ist, ich muss morgen früh wieder um 7 Uhr aufstehen. Oh nein, das ist in 5 Stunden übrigens, ne? Ja. Na dann. Ja, harte Männer und so. Geht ja gar nicht mehr schlafen jetzt einfach. Und dabei trinke ich nur Wasser. Prost. Aber dafür rumkugeln hier, rum Whiskybohnen. Oh. Whisky-Bohnen, nichts mit rum. Einfach nur Whisky. Dankeschön, Voldan. Hast du schon herausgefunden, wann man irgendwie züchten kann? Gibt's wahrscheinlich auch so eine Zuchtbox oder so, ne? Ja, gibt's das echt? Da Du hast da so einen Zuchtstall, irgendwie sowas. Mhm. Fickigstall. Ja, so ein Modell. Und da kannst du halt verschiedene mit reinmachen, wenn du in das Menü guckst, also Escape und Guide-Dingsbums und da irgendwo bei Zucht, siehst du auch, dass da dieses Riesen-Lama drin ist mit noch irgendwas anderem. Also in dem Spiel ist man mindestens, wir waren mindestens, also von den elf Stunden sind wir mindestens eine Stunde beim Craften gewesen. Auch mindestens. Wie viele Pfeile hast du, Dex? 130. Dankeschön. Soll ich mir wirklich einen anderen Charakter machen, wenn es das möglich ist? Jetzt am Anfang stand hier, man darf es nicht mehr machen. Das wird bestimmt möglich sein, irgendwie von einem, keine Ahnung. Findet ihr mich so hässlich? So schlimm? Findest du dich selber hässlich? Ja. Wann bin ich mal nicht hässlich in irgendeinem Spiel? Oh, der ist so müde, guck dir den mal an, der ist sowas von kaputt. Wieder zu Hause, hallo, ich hab's geschafft. Ah, ja. Hallo. Ich bin übrigens der Dex, da hinten ist die Akuma. Schön, dich kennenzulernen. Wer bist du? Hallo, ich bin hier neu, ich klaue jetzt eure Sachen. Für den Vogelsattel brauchen wir noch 18 Leder. 8 Leder. Oh, guck mal. Jetzt mal an live. Ja! Guck mal, was er kann. Cool. Oh, ich sehe gerade, ich bin hungrig. Mein Ark-Charakter sieht übrigens auch immer böse aus, Leute. Der hat auch immer schlechte Laune. Ja. Nein, ich wollte. Bei Medieval Dynasty ist das Baummenü auf Q. Und hier ist Q, die Sphären werfen. Wie viele Sphären habe ich bestimmt schon weggeschmissen? 100? Ah. Ah. Ein paar Decks. Ach man, jetzt brauche ich Bäume. Wo habe ich das dabei? Bäume. Hast du mal in dem Dings geguckt, Dex? In was? In dem Teil da oben, wo die da Holz abfarmen. Ach nee, da gucke ich. Ich gucke eigentlich übrigens nie da rein. Ich gehe mal selber farmen alles. Aber 16 Holz ist ein Witz, ey. Mein Gott. Gut.
Mach ich das selber, ja. Hier, guck mal, Hirsch, guck mal rüber hier. So geht das. Guck mal, so und so und so. Ich habe jetzt einen Baum gemacht und da ist schon 16 rausgekommen. Hirsch, Mann, Hirsch. Einmal mit Profis, ey. Der darf bis zu 9999 kann der farmen. Ich werde mal loslaufen und Bier töten. Der Armbrustbauplan ist übrigens hier in der Kiste. Nee. Doch. Ich habe extra alles durchgeguckt. Oder ist das vielleicht eine Kiste, wo ich nicht reingucken kann? Die ganz hinten wahrscheinlich, oder? Nee, hier. Aber ich pack das mal ganz hinten rein. Ah. Was hier da alles drin? Aber das war ja sowieso zu teuer, also eigentlich Latte. Ja. Ach Mann. Okay, sie braucht 150 Holz, 120 Stein, 30 Metallbarren, 15 Nägel und 4 antike Bauteile. Oh ja, die antiken Bauteile, das glaube ich war das okay, das ist nicht das Problem, davon haben wir genug, das Metall fehlt. Okay, aber Metall ist eigentlich, ich finde Metall easy zu farmen, das Leder. Oh, was geht das denn jetzt schon wieder nicht? Ja, es ist halt schnell verbraucht. Was sagt mir das? Oh Gott. Mal ein paar Hühner killen, damit wir mal ein bisschen Fleisch. Ach, warum nicht? Baus ja, am Anfang ist immer noch das Mammutviech. Okay, dann eben nicht. Dann darf sie hier nicht bauen. Dürfen wir das wenigstens setzen? Okay. Darf man denn da noch eine Wand setzen? Nein. Darf man da eine Wand setzen? Nein. Gut, dann habe ich das jetzt umsonst gebaut. Ja. Man braucht für Level 1, für das Paul im Saften, braucht man 4. Für Level 2 braucht man 16. Wow. Ich denke mal, das lohnt sich erst so richtig, wenn wir... Ja? Farmding haben. Weißt du? Also die Zucht. Ja. Box. Okay. Ich habe jetzt eine Palisade hier oben gebaut. Ihr könnt ja mal gucken, ob das okay ist. Damit die hier oben nicht mehr reinkommen. Man kann durch, aber mit einem Pal nicht mehr. Könnt ihr an der Seite vorbei? Oh ja, die können vielleicht an der Seite vorbei. Anders geht's nicht, Leute. Ja, das Tor kann ich leider noch nicht nutzen, weil mir fehlen noch Punkte für die nächsten. Ich kann zwar das Tor, aber ich kann die. Das Tor kann man nirgendwo draufstellen, nur auf den Boden. Das ist okay, aber ich muss erstmal die Holzschutzwand freischalten ab Level 16. Ach komm, du bist. Paul, du bist Level 16, oder? Oder noch nicht? Nein. Noch nicht, okay. Ich glaub noch nicht. Doch! Doch? Was soll ich bauen? Du könntest anfangen, wenn du möchtest, mal Holzschutzwände bauen. Ich habe jetzt auf der einen Seite so eine Palisade gemacht mit einfach Wänden und sowas. Aber wir könnten das auch mit richtigen Holzschutzwänden machen. Dann brauchst du kein Fundament, dann kannst du es direkt auf den Boden setzen. Wenn du verstehst, was ich meine.
Holzschutzwand, ja, kann ich machen. Habt ihr schon eine Mühle gebaut? Ja. Nein. Achso. Okay. Okay. Schaukäfig? Nein. Aufsichtskanzler? Kanzler? Kanzel? Ich glaube nicht, dass der so wichtig ist. Nee, ich denke mal schon. Leute, ich weiß, ich habe das ultimative Farmtier gerade vorgefangen. Ehrlich? Was? Warte mal, ich guck mal, was das genau alles macht. Alter. Warte mal, was für ein Tier ist denn nicht so wichtig aktuell? Machst du? Du machst doch Holz, ne? Mal, das Vieh kann jetzt raus. Ich hab so eine Biene gefangen. Oh, wo ist denn die her? Guck mal, was die alles kann. Oder soll ich vorlesen? Wo hast du die Bienen her? Lies gerne mal vor, weil ich kann nicht. Unterwegs habe ich die mal. Die war schon fast tot, weil die von den Wilderern angegriffen wurde. Dann habe ich einfach mal ein paar Bälle aufgeworfen. So. Aber ist weiter weg von, ja, uns, von dem normalen Gebiet gewesen. Und da, ich habe auch gesehen, es gibt ganz viele von den Bienen und da ist auch so eine. ich bin eine Biene. Ich bin stolz. Da war auch eine Bienenkönigin, da war dazwischen. Elizabeth heißt das Viech. War richtig cool aus, aber ich bin weitergelaufen. Also, das Viech kann. Was heißt denn das? Achso, doch, das Viech kann ansehen. Das Viech kann sammeln. Das Viech kann ernten. Das Viech, die Biene kann Holz farmen. Medizin herstellen. Lagern. Und Honig herstellen in der Farm. Okay, Honig? Also, dafür bräuchten wir erst die Farm. Nein, die ganz normalen Zaun. Achso, die hier. Farm. Ja, ja. Für was brauchen wir Honig? Honig wahrscheinlich zum Kochen irgendwie. Kochen bestimmt. Für Kochrezepte vielleicht? Oder gibt es vielleicht Bock? Pauls, die. Ach du Schreck, Aufsichtskanzel? Ich dachte, der passt auf. Das ist gar nicht dafür gedacht. Du gehst da rein auf diese Aufsichtskanzel und dann kannst du deinem Pokémon sagen, es soll entweder arbeiten oder es soll schuften oder es soll brutal arbeiten. Scheiße. Ich stell mal auf brutal arbeiten, mal gucken, was mit denen passiert. Explodieren hier. Wahrscheinlich bis zum Umfallen. Also ich lasse erstmal normal. Dann hätte ich das ja andersrum drehen können, das Ding jetzt. Ich habe das so hingedreht. Das ist auch so ein Podest, wo man so rüber gucken kann zu den Viechern. Okay. Ich habe eine Höhle gefunden. Ein Dungeon? Ja. Ja, weit weg, sag Höhle, mal. Höhle der sanften Hügel. Du kannst dich dahin teleportieren. Am Anfang geht's. Ja, okay. Ganz, ganz am Anfang. Komm ich mit, ja. Und dann ist aber auch für heute Schluss, denke ich mal. Wo soll denn. Soll ich das hier abreißen, was hier ist? Ja, wa? Weiß nicht. Was heißt das abreißen? Ja, deine Wand hier. Nee, die lass mal. Nein. Lange, harte Arbeit. Du hättest doch die andere Seite machen können. Da ist doch gar nichts. Die Seite wär doch zu gewesen erstmal. Ich komm zu dir. Akku, magst du das Torstell packen? Hier direkt über den Weg, dann kann ich das mich daran orientieren. Oh, was ist jetzt passiert? Nein. Sorry, das ist das Falsche. Wo ist das Tor? Da. Da kein Material dabei. Ja, geh in das blaue Feld jetzt. Wenn du im blauen Feld, dann kannst du da das bauen. Okay, jetzt komm ich mal rüber. Ich hab wieder Hunger. Habe ich irgendwas dabei? Essen dabei? Hallo Bomba. Ich habe voll die Probleme mit irgendwie Sachen anzuvisieren. Ich kann irgendwie
manchmal auf Sachen gar nicht zugreifen. Ich gebe da eine Kiste da hinten im Lager, da komme ich nicht drauf. Nichts zu machen. Partieren. Nee, warte mal, das sollte gar nicht mit. Das. Das sollte mit. Ich muss kurz überlegen. Oh, guck mal, ich bin gleich da. Wo ist denn mein Pflanzenvieh? Ist das auf der anderen Seite? Ja, mit fast über 1000 Steinen. Ich würde mal ein Steinviech tauschen gegen ein, was Holz sammelt, okay? Ja. Ich komme zu dir. Ah, guck mal, bin da. Aber dann los. Letzte Mal und dann Ende Gelände. So, wo muss ich denn hin? Runter, den Weg. Runter? Was soll ich? Du siehst mich auf der Karte. Nee, ich wollte wechseln. Links runter. Links. Also von dem Teleportpunkt links runter. Aber hast du schon mit dem Typen hier gesprochen, der hier oben ist? Boah, fette Shotgun, die alte. Okay. Hab gar keinen Holzviech. Doch da. Diese Insel ist die reinste Hölle. Ah, die geben immer was Ressourcen ab. Das ist ja interessant. 10 Holz hat sie mir. Wow, hallo du. Sekunde, du bist. Bist schon da, guck mal? Was? Ich bin unten. Bist andere schon, Seite muss nee, gehen. Bist du schon da? Beim Dungeon. Ja, steh davor. Ah, du stehst davor, okay. Damit ich weiß, wo ich hinlaufen muss. Ich glaube, ich laufe ein bisschen kompliziert, aber ist okay. Warum einfach, wenn es so kompliziert geht? Ja. Aber vielleicht finde ich ja mal wieder was hier. Irgendwie so ein Ei oder eine Kiste. Habe ich nicht. Muss ich runter zum Strand? Ich bin unten am Strand, ja. Okay. Ach, du bist da unten. Sehe ich. Komm. Gibt's da was? Nein. Brutzeln tut sie, brutzeln. Ja. Ich sollte dir eigentlich helfen, aber jetzt habe ich ja. Ja, nee, ich wollte eigentlich helfen, aber der hat nichts gemacht. Der stand einfach nur doof rum. So. Den habe ich mir mal mitgenommen. Ja, der soll ein bisschen kämpfen. Ein Elektro-Pokémon übrigens. Elektro, hat das nicht Feuerangriffe? Ja, aber der hat da unten. Ach, das soll eine Flammenkralle sein. Okay, das sieht eher aus wie ein Elektroschocker auf dem Bild. Hello? Oh, ich hab dich gerade angeschossen, weil du mir gerade von dem Weg gelaufen bist. Hörst du mal, ob die ertrinken, ne? Ja. Wow, das Viech, was ich zum Holzfarm hingesetzt habe, seht jetzt, macht die noch die Farm. Alter Schwede. Ist ja gut. Er hätte meiner sein können. Wollen wir zusammenlaufen oder wollen wir einer links, einer rechts? Ja, teilen wir uns auf. Oh.
Die Armbrust ist brutal. Also für die kleinen Mini-Dungeon, die wir hier machen, ist das einfach. Übrigens wieder ein 13, lass mal aufgefallen. Jetzt gerade noch mal einer gespawnt, der ist vom Himmel gefallen, hat sich alles gebrochen, ist tot gewesen. So gut. Hm, hier gab es gar keine Kiste, ne? Nee, das ist auf meiner Seite gewesen. Auf deiner Seite, ja? Hi, Dex. Hallo. Ach komm, dann nenne ich einfach auch mal das komische Tor hier. Was war in der Kiste drin? Nur ein Stahlschlüssel und ein bisschen Geld vorhin. Hier war ja jetzt keiner. Du bist so schnell, Akuma. Komm nicht nie mit. Hast du nicht den Hirschball? Ja. Ich wollte das Ziel gerade angreifen. Oh mein Gott. Ui. Ich muss mal dann das den Hirsch wirklich nehmen. Ich komme sonst nicht hinter dir her. Ich würde vorne am Eingang warten. Also in der Mitte da. Nein, der kommt nicht vorbei. Nee, kein Hirsch also. So groß? Ja, komm, pack ihn doch mal ein, pack ihn doch mal ein. Ich kann nicht einpacken. Muss mal vorher absteigen, ne? Ja. Dieses Vieh ist so klein, ich treff's nicht. Oh. Geh mal gucken, was da für ein Boss ist. Das Schaf. Geh mal wieder raus und wieder zurück, ja. Mal aufgefallen, dass wenn die Tiere, oh Katzis, wenn die Tiere im Wasser sind, dass sie dann langsamer werden? Ja, glaub ich, ja, nicht, ja. Ich bin überfüllt. Ach, weich. Oh nein. Jetzt von welcher Seite greifen die denn jetzt an? Das ist wirklich. Sollen wir nochmal rein, nochmal raus oder willst du das Füchschen haben? Pau, Evol. Nee, welcher. Das ist das. Oh, doch, das nehmen wir mit. Weil ich möchte das gerne fangen. Oh, das ist das, was die Bälle sammelt. Genau, deswegen. Fang mal alle Viecher, dann kannst du auch die entsaften. Nein, ich wollte gar nicht fangen. Ich wollte mal ein anderes einpacken. Ich werde irre hier mit dem Spiel. Ich hab's doch dabei.
Schade. Sind aber auch immer gleich aufgebaut, ne? Ja, sind immer ähnlich, genau. Prominent defensiv Amulett. Hab ich gar nicht, hab ich nicht bekommen. Ich hab einen Rubin, glaube ich, bekommen oder sowas ähnliches. Ja, habe ich auch, defensiv und Rubin. So, wie komme ich da jetzt wieder hin zu meinem Ding da hinten? Oben laufen.